Als ich vor 600 Leuten halbnackt mehrere Kussszenen performen musste, habe ich eigentlich alle Hemmungen und Scham verloren. Ich hatte schon als Jugendlicher eine gewisse Affinität fürs Schauspielern entdeckt. Was ich jedoch niemals ahnen konnte, war, wie sehr dieses Hobby meine Persönlichkeit formen wird. Angefangen hat alles mit einem Skype-Gespräch, als mir ein weibliches Wesen am anderen Ende der Leitung sagte: Marshall, du hast wirklich eine tolle Stimme. Und irgendwann dachte ich mir dann, vielleicht könnte ich meine Stimme zum Synchronsprechen nutzen. Dafür habe ich Serien illegal gesaugt, reingezogen in Windows Movie Maker, mit meiner Stimme untermalt und fertig war mein Meisterwerk. Hallo, Sasuke, stirb nicht, nein, World. Ich, Naruto Uzumaki, werde dich rächen. Bei meiner Ehre. Wie mache ich die Aufnahme aus? Irgendwann bekam ich aus dem Nichts Anfragen von einem amerikanischen Medienpublisher, ob ich Interesse daran hätte, bei ein paar Online-Serien mitzusprechen. Und ehe ich mich versah, wurde ich als 17-Jähriger für Synchronarbeit bezahlt. Da ich das alles etwas semi-professionell machte, hielt ich es für eine gute Idee, mal meine schauspielerischen Fertigkeiten zu schulen, indem ich mich beim Schultheater anmeldete. Mir wurde für die kommende Aufführung eine Hauptrolle als böser, rachsüchtiger König gegeben. Man traf sich zur Erarbeitung des Stücks immer wieder mal nach der Schule und trainierte auf die Aufführung hin. Kurz vor meinem Abitur war es dann soweit. Vor Eltern und Schülern performten wir. Höret, höret, und mit diesem besonderen Geburtstagsgeschenk ehre ich meine nun 28-jährige Tochter. Ihr Prinzessin. Oh wow, was ist es? 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 Was ist das? Das ist, um deine Reinheit zu schützen, mein Kind. Und diese Filme hier vermitteln dir genau die Werte, die du als junge Frau benötigst. Nicht zu danken, Schatz. Nicht so schnell. Ich bin gekommen, um... So, damit wäre der Held der Geschichte erledigt. Ab in deinen Turm, Schatz. Ha? Lieb dich. Nach der Aufführung kam ein ehemaliger Schüler auf mich zu und fragte mich: Marshall, das war ganz dufte. Du im Staatstheater Saarbrücken, da gibt's ein Jugendensemble, da kannst du das Ganze unter professioneller Leitung professionalisieren. Also wenn du fertig bist mit deinem Abitur, dann besuch uns doch mal. Gesagt, getan. Nach meinem Abitur besuchte ich das Jugendensemble des städtischen Staatstheaters. Es gab so eine Art Vorsprechen für interessierte Neuankömmlinge. Wir sollten für den Anfang ganz spontan in irgendwelche Charakterrollen reinspringen. Und was fiel eure Marshall natürlich als erstes ein? Ihr wollt also das totale Theater? Um Himmels Willen, wer macht denn sowas? Jetzt reicht's, Adler! Macht nicht so einen Rommel, bevor es eskaliert! Was zur Hölle war das? Das war einfach wunderschön. Ich hab mich noch nie so berührt gefühlt. Das mit der Berührung kann ich ändern. Du kommst mit mir, mein Kleiner. Ja. Standard. Als zweite Herausforderung galt es, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu ringen. Mehrere Personen mussten gleichzeitig vorspielen und es wurde beobachtet, auf wem die Augen am meisten wanderten. Das wilde Rumgeschrei ging los. Und was fiel eurer Marshall stattdessen ein? Sich einfach halbnackt vor den Leuten auszuziehen. Ja. Standard. Am Ende wurden alle Neuankömmlinge aufgenommen. Das Vorspiel war nur dafür gedacht, uns die Einführung zu erleichtern. Um unsere schauspielerischen Fähigkeiten zu trainieren, mussten wir verschiedene Herausforderungen erfüllen. Einmal gingen wir mit unserem Intendanten in die Stadt und er forderte uns auf, unbemerkt den Gang von Passanten zu imitieren. Wir suchten uns also ein Ziel aus und sollten hinterherlaufen und die exakte Körperhaltung kopieren. Ich hoffe, ihr habt eure Fremdscham-Schutzbrillen mit dabei, denn das sah in etwa so aus.
Wir hatten natürlich auch eine Menge Sprechübungen. Eine davon ging in etwa so. Du hast das Wort Apotheke und aus jedem Buchstaben musst du dieses Wort nachbilden. Das wäre dann also Apotheke, Pepotheke, Opotheke und so weiter. Und im besten Fall klingt das dann nachher so. Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Apotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke. Spult man das Video zurück und versucht's auch mal. Schreibt's in die Kommentare, ob ihr das hinbekommen habt. Weiterhin mussten wir lernen, Emotionen auf Befehl darzustellen. Während wir zum Beispiel im Raum umherliefen. Okay, Kinders, stellt euch vor, ihr habt einen Epic Victory Royale gekriegt. Oh, das ist ja Zucker, was sie hier darstellt. Jetzt möchte ich ein überzeugendes Ich liebe sie. Oh, euer Schauspiel ist wie Schokolade. Ich nehme gleich 20 davon. Aber dazu sei gesagt, dass das einfacher klingt, als es letztlich ist. Insbesondere, wenn du eine Emotion aus dem Nichts darstellen sollst. Und der Stress auf der Bühne. Dich einfach überwältigt. Im Laufe der Zeit wurde sich gemeinsam auf die nächste Produktion geeinigt. Dafür wurden wir gefragt, was uns als Jugendliche in unserem Leben momentan bewegt. Liebe. Stigma. Die Umwelt. Ich mag Internet-Memes. Ja! Aufbauend auf diesen Themen wurde ein professionelles Theaterstück zusammengeschustert. Die Story ging in etwa so. In einem kleinen Kaff im Nirgendwo gibt es nicht viel außer einem Schwimmclub. Dort trifft sich die Jugend der Kleinstadt. Marie ist mit ihren Eltern neu ins Dorf gezogen und dabei eine völlige Außenseiterin. Sie lernt Anna aus der Schwimmclub-Clique kennen. Und über die Zeit entwickeln die beiden Gefühle füreinander. Haben dabei aber nicht die Rechnung mit Markus gemacht. Dem Stock-Hetero-Kleindorf-Blockgangster, der ganz sicher keine abartigen Beziehungstypen in seiner Gegend zulässt. Gespielt von Eure Maschel. Zu erleben, wie so ein professionelles Theaterstück zustande kommt, ist meiner Meinung nach eine einzigartige Erfahrung. Wir wurden wirklich herausgefordert, aus unserer eigenen Komfortzone herauszutreten. Rumknutschen mit dem anderen Geschlecht, rumknutschen mit dem eigenen Geschlecht, tanzen im Bikini und tanzen in der Badehose. Es wurde geprobt bis teils in die Nacht. An wenigen Tagen schliefen wir gleich einfach dort. Es wurden zig Passagen verworfen, nur um sie dann doch wieder einzubauen, nur um sie dann doch wieder zu verwerfen. Es gab Tränen vor Freude, Tränen von Enttäuschung. Und weil Theater eine Ansammlung von ganz speziellen Charaktertypen ist, kam es oft zu Streit wegen den banalsten Dingen. Ey, mir gefällt nicht, wie du in Akt 3, Szene 4 atmest. Ach ja, mir gefällt nicht, wie du dort blinzelst. Und je näher die Aufführung rückt, desto intensiver wird die Vorbereitung. Text wiederholen, Masken anprobieren, austesten von Requisiten. Kommt man lieber von links? Kommt man lieber von rechts? Oder kommt man lieber von unten? Hier kommt es nicht auf deine Vorgeschichte an, sondern einzig und allein, was für eine Energie du in deine Rolle reinbringst. Also Jungs und Mädels, toi, toi, toi. Dankeschön. Hat er nicht gesagt? Hat er es gesagt? Doch, er hat's gesagt. Ich glaub das nicht, er hat's tatsächlich gesagt. Darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Marshall hat sich für ein Toi 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 bedankt. Wir können einpacken, das Stück ist für die Tonne. Und tschüss! Ja, vielen Dank auch, Marshall. Ja, danke, Marshall. Danke, Marshall. Ja, danke, Marshall. Was? Im Theater gibt es einen Aberglauben. Der Ausdruck Toi 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 soll das Unglück vom Stück abwenden. Sich dafür zu bedanken, bringt das Unglück wohl wieder zurück ins Stück. Irgendwann war es dann soweit. Premiere stand nun an. Die Nerven lagen blank. In der Generalprobe wurde nochmal und nochmal und nochmal alles durchgegangen. Hinter der Bühne startete ein richtiges Rumgewusel. Kostüme am richtigen Platz. Alle Darsteller fit. Maske fertig machen. Und ehe man sich versah, ging es los. Nun stand man da. Mit Badehose vor hunderten an Leuten. Performt auf einer riesigen Bühne, Scheinwerfer auf dich gerichtet. Und du spielst deine Rolle. Bloß keine Textpatzer. Bloß keine Beule in dieser Badehose. Du siehst die anderen in ihrer Rolle spielen.
Du hast einen Textpatzer. Verdammt! Nicht nervös werden. Kein Problem. Weiter geht's. Alles nimmt Form an. Wie ein Zahnwerk geht alles ineinander über. Du bist am Schreien. Du bist am Schwitzen. Der Vorhang erschließt sich. Du hast es geschafft. Applaus füllt den Raum. Unbeschreiblicher Stolz erfüllt deine Brust. Du verbeugst dich. Du hast deine erste Produktion geschafft. Unser Jugendclub wurde aufgrund der positiven Medienresonanz zu den Bundesjugendtheaterspielen eingeladen, wo wir Dutzende andere Jungschauspieler kennenlernten. Wir performten dort unsere Stücke gegeneinander und lernten miteinander. Wir übernachteten alle zusammen im Sternehotel. Und ich kann euch sagen, der Umgang unter Schauspielern findet weitaus ungehemmter statt. Ehe ich mich versah, massierte ich halbnackt ein Mädel aus einem anderen Jugendclub, während wir zusammen mit den anderen die Fußball-EM schauten. Man machte miteinander rum, man bereute am nächsten Morgen, aber vor allem lebte man. Gib der Bühne eine Chance, egal ob als Musiker, Schauspieler oder Performer. Es ist in Deutschland zwar oft eine brotlose Kunst, aber Gott verdammt, macht es Spaß. Euer Marshall.